Klaus Hafner ist Biolandwirt in Niederschönenfeld. Das Gras für seine Milchkühe wächst auf Wiesen rund um das Dorf. Wiesen, die er auch mal später mäht, damit die Blumen blühen können. Am Wiesenrand stehen Hecken. Auch die lässt er gerne wachsen. Das ist doch das Schöne, wenn ein Baum sich entfalten kann, wenn eine Hecke sich entfalten kann und auch einmal die Größe, die Weite zeigt, was da für Kraft dahinter steckt. Und man braucht ja nur mal horchen, was da jetzt für Vögelgezwitscher und für Musik sich abspielt. Natur eben, die sich nicht an Grundstücksgrenzen hält. So ragt die Hecke in seine Wiese rein. Jedes Jahr ein Stückchen mehr. Ihn stört das nicht. Trotzdem ist es problematisch. Denn jeder Landwirt muss genau angeben, wie groß die Fläche ist, die er bewirtschaftet und was er darauf anbaut. Das macht er in der Regel über einen Mehrfachantrag gleich für ein paar Jahre. Für diese bewirtschaftete Fläche bekommt er dann eine Direktzahlung. Klaus Hafner hat die Hecke berücksichtigt bei seinem Antrag. Inzwischen ist die aber gewachsen, in die Wiese rein. Das hat das Amt für Landwirtschaft bei Routinekontrollen via Luftbildern festgestellt. Wenn die Fläche nicht stimmt, das gilt nicht nur für die Hecke, wenn die Fläche nicht stimmt, dann und das Überprüfte, was er beantragt hat, stimmt nicht überein mit dem Überprüften, dann gibt es sogenannte Sanktionen, kann es geben, wenn ein gewisser Toleranzwert überschritten ist. Und dann, das heißt dann, er muss praktisch Gelder zurückzahlen und wird auch sanktioniert. So sind die Vorgaben, in dem Fall der EU. Klaus Hafner hat gezahlt, keine hohen Summen. Geärgert hat er sich vor allem über den hohen bürokratischen Aufwand. Unsinnigerweise, wie er findet. Zum einen will man ja vor allem in Bayern Hecken, Randstreifen, das kommt ja immer mehr fördern. Und das macht auch Sinn, dass der Landwirt dann auch Geld bekommt für solche Tätigkeiten. Aber auf der anderen Seite lasse ich hier auf der Fläche einen Randstreifen stehen, weil ich ihn zum Beispiel für die Schmetterlinge nicht mähe oder weil ich nicht kann, weil der Baum so weit reinhängt, weil ich mit meinem Schlepper nicht reinfahren kann. Dann werde ich bestraft, also irgendwo passt es nicht zusammen. So aber sind die Vorgaben. Zu mehr freiwilligen Naturschutzmaßnahmen führen die wohl aber eher nicht.